herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Deines Glückes Schmiedbox von Gotche Front. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Deines Glückes Schmied von Gotche Front, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Und wie wir sehen können, ist diese Box auch riesengroß. Das liegt vor allem an einem Inhalt, den wir hier dann vorfinden werden. Aber fangen wir mal von oben an. Wir haben hier auf dem Deckel der Box einmal den Namen der Band in Rot stehen, wobei hier das O in diesem Fall so einen Totenkopf darstellt. Dann haben wir hier so ein Quadrat und in diesem befindet sich ein Hammer, der scheinbar hier auf einen Armboss trifft. Also passend zum Albumtitel Deines Glückes Schmied hier, der Schmiedehammer oder der Schmiedearmboss. Ja, ich glaube, von dem Sprichwort hat schon jeder mal gehört. Jeder ist seines Glückes Schmied. Bedeutet so viel wie, jeder hat es selbst in der Hand, glücklich zu sein, beziehungsweise jeder ist dafür verantwortlich für sein eigenes Glück. Ja, so sieht das Ganze dann von vorne aus. Also hier auch wieder der Name der Band und hier der Albumtitel. Und was auch noch spannend ist, wir haben hier einerseits einen FSK 12 Sticker. Bedeutet, wir werden hier auch noch Filmmaterial, also eine DVD vorfinden. Dann haben wir hier so ein Sichtfenster, also das ist hier in der Box ausgespart und dann mit so einer Plastikfolie innen entsprechend ausgekleidet, dass man hier durchsehen kann. Wir sehen hier mehr oder weniger einen Eimer. Und was besonders spannend ist, wir haben hier rechts unten eine Nummerierung. Und wenn ich das jetzt richtig deute, dann war diese Box hier auf 2222 Stück limitiert. Und in diesem Fall habe ich hier Box 1812. Jawohl. Von rechts sieht das Ganze so aus. Also ident wie die Oberseite, von links ebenso. Von hinten sieht das Ganze etwas anders aus. Hier haben wir natürlich wieder das Logo. Aber hier lesen wir dann, was sich darin befindet. Boxset enthält 2 CD plus DVD, Digipack, Bier, Eimer, Kühler, Eiswürfelform, 5 Bierdeckel, Autogrammkarte und Sticker. Dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Jawohl, also dann schauen wir doch mal hinein, am besten wahrscheinlich von dieser Seite. Hier haben wir so eine Lasche, beziehungsweise bevor wir endgültig aufmachen, schauen wir noch mal ganz kurz von unten. Okay, ganz schlicht in Grau und Weiß, war zu erwarten. So, aber jetzt einmal hier öffnen und dann können wir das hier auch gleich schon aufklappen. So, also wie unschwer zu erkennen ist der Boxinhalt oder beziehungsweise die Größe der Box vor allem diesem riesen Eimer, diesem Kübel hier geschuldet. Den holen wir hier mal raus. So, der war hier unten nochmal fixiert mit dieser Form. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Wir machen das mal wieder zu, packen die Box derweil zur Seite, denn die ganzen Inhalte sind in diesem Kübel, in diesem Eimer untergebracht. So, also da hätten wir einmal die Eiswürfelform. Dann haben wir die Autogrammkarte. Dann das Album plus DVD. Das dürften dann wohl die Bierdeckel sein. 5 Stück. Und dann haben wir hier noch unfassbar viele Sticker. Und natürlich den Kübel an sich. So, nachdem hier wirklich nur eine Sache in Folie ist, und das sind in diesem Fall hier diese Eiswürfel, diese Eiswürfelform. Hätten wir das mit der Folie, mit dem Plastik auch erledigt. Und dann starten wir gleich mit dem Album an sich. So sieht das aus. Hier lesen wir wieder Gotche Front, Deines Glückes Schmied. Es ist das vierte Album der Band. Wir haben hier ein Digipack vorliegen. Hier wieder der FSK 12 Hinweis, den wir auch schon auf der
Box hatten. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir den hier runter bekommen. Es ist natürlich ein Sticker, Gott sei Dank nicht aufgedruckt. Jawohl, der lässt sich gut lösen. So, sieht doch gleich schöner aus. Auf der Seite lesen wir das hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Titelliste, die Tracklist. Also 17 Tracks sind hier auf dem Album drauf. Aber wir haben dann auch noch eine Bonus-CD, die CD Nummer 2. Da haben wir dann noch 5 Tracks extra. Und wir haben die DVD von einem Live-Auftritt in Leipzig. Jawohl, hier gibt es wieder die Beteiligten. Was allerdings spannend ist, wir haben hier keinen Barcode. Bedeutet, diese Edition CD mit zweiter CD und DVD gab es so nur in dieser Box. Also nur in Verbindung mit der Box. Und regulär gab es das Album natürlich auch zu kaufen, aber eben ohne diese Zusätze hier. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommt uns hier entgegen das Booklet. Da schauen wir doch mal rein. Jawohl, das gefällt mir schon mal gut. Wir haben hier die Lyrics abgedruckt. Zu jedem Track hier ist der Text erfasst. Sehr schön. Dann haben wir hier passend zum Albumtitel einen Schmied, der hier scheinbar gerade ein Hufeisen schmiedet. So, hier gibt es wieder Text und dann ein Foto der vier Bandmitglieder. Sieht so aus, als wären die hier gerade bei so einem Schmied. Jawohl, da hinten haben wir jede Menge Zangen. Das ist eindeutig Schmiedwerkzeug. Zahnräder gibt es hier zu sehen. Weiteren Text. Ja, also ihr seht, dieses Schmiedthema zieht sich hier wirklich komplett durchs Artwork. Passend natürlich bei diesem Albumtitel. So sieht es aus. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch eine Danksagung. Also was lesen wir hier? Wir bedanken uns bei allen, die an Gotsche Front glauben, uns unterstützen und vorantreiben. Gotsche Front ist ein Projekt, was ohne euch und die vielen Unterstützer so nicht existieren würde. Die vielen kleinen Zahnräder ergeben am Ende ein komplexes Getriebe, welches uns unaufhaltsam antreibt. Danke. Ja, hier haben wir die vier Herrschaften. Christian, Tom, Pascal und Maximilian. Und hier auf der letzten Seite gibt es noch die Credits zum Album. Also, wer hier beteiligt war, wer hier seinen Beitrag beigesteuert hat. Hier wieder ein Amboss Soundhammer. Der ist hier wirklich omnipräsent. Der ist wirklich überall zu sehen. Dann haben wir hier einmal die Titelliste der DVD. Also das dürfte wohl die Setlist sein. Das sind die Nummern, die hier gespielt wurden, live in Leipzig und eben auf dieser DVD hier festgehalten wurden. Dann schauen wir ins Innenleben. Hier gibt es dann auch nochmal die Credits, die wir auch schon vom Booklet kennen. Dann haben wir CD Nummer 1. Auch hier natürlich wieder der Amboss und der Hammer zu sehen. Auf der Unterseite ebenso. Dann haben wir diese CD 2, die Bonus-CD. So sieht das aus. Und die DVD. Hier auch wieder der FSK 12 Hinweis. So sieht das aus. Also Rot, Schwarz und Weiß hier die dominanten Farben. Allen voran Rot und Weiß. Genug zum Album. Dann haben wir etwas, was ich so noch nie in einer Box vorgefunden habe. Genau gesagt sind es zwei Sachen, aber zum einen mal das hier. Wir haben hier tatsächlich eine Eiswürfelform. Und zwar haben wir hier die Buchstaben einzeln hier als Eiswürfel des Bandnamens Gotsche Front. Lesen wir hier auch nochmal. Und es ist auch wirklich hier wieder das O in dieser Totenkopfform. Sehr schön. So sieht das von der Rückseite aus. Bedeutet, man kann sich dann wirklich hier mit dieser schwarzen Silikonform entsprechend die Buchstaben hier mit Wasser befüllen, dann ins Tiefkühlfach geben und dann entsprechend Eiswürfel daraus machen. Nette Idee, passend auch so zum Inhalt, weil wir haben ja nicht nur diese Eiswürfelform, sondern wir haben diesen riesigen Kübel. Und da wären wir auch schon beim zweiten Inhalt, den ich so noch nie zuvor gesehen habe. Also das ist mir auch für mich auch eine Premiere, dass man hier einfach so einen Metallkübel, so einen Metalleimer hier
in eine Box packt. Echt heftig. Hier lesen wir wieder den Namen der Band in Weiß und Gold. Ansonsten ist er hier komplett in Silber gehalten, auf beiden Seiten beschriftet, aber ansonsten hier in Silber. Ebenso der zugehörige Griff. Von innen natürlich genauso. Wir sehen hier allerdings noch, dass das Ganze hier entsprechend geprägt ist. Also hier die Buchstaben sind wirklich eingeprägt. Und auf der Unterseite lesen wir dann hier gocefront.de Made in PRC. Also Made in China heißt das dann. Grüße gehen raus. Und in diesem soll man dann eben seine Getränke kühlen. Bier oder natürlich auch antialkoholisches, je nachdem wie euch der Sinn steht, könnt ihr dann hier eure Flaschen, eure Dosen einkühlen. So, dann haben wir zum Thema Trinken auch noch was Passendes, und zwar hier diese Bierdeckel. Deines Glückes Schmied lesen wir hier. Und ich gehe mal davon aus, jawohl, dass wir das hier auf allen Bierdeckeln lesen. Okay, also wir haben hier die vier Bandmitglieder. Jeder hat hier so seinen eigenen Bierdeckel. Auf der Rückseite ist das Design hier immer ident. Und dann haben wir noch einen fünften Bierdeckel. Und auf diesem sind alle vier zu sehen. Und auf der Rückseite wieder so. Also fünf Bierdeckel gibt es dann zusätzlich noch zu diesen Eiswürfeln und zu diesem Getränkeeimer passend, um dann natürlich auch die Getränke auf dem Tisch abzustellen. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Hier natürlich wieder die vier Jungs abgebildet. Natürlich hier wieder in dieser Schmiedewerkstatt, wo auch sonst. Also alle vier hier mit silbernem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite sieht das so aus. Wir haben hier die Tourdaten. Die Deines Glückes Schmiedtour. Die hat hier stattgefunden. Jawohl. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier noch ein dickes Stickerpaket. Hier lesen wir Gocefront, der Osten rockt, Deines Glückes Schmied. Und das sind hier echt wahnsinnig viele Sticker. Also sie sind alle im Querformat und alle vom Design her ident. Es würde mich jetzt echt mal kurz interessieren. Ich werde das mal ganz kurz hier für euch zählen. Das ist eine Menge. Also ich habe jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 52 Stück gezählt. Eventuell sind auch bei mir zwei reingerutscht oder ich habe mich auch eventuell verzählt. Ich gehe mal davon aus, dass man hier irgendwie so rund 50 Sticker hier vorhatte reinzupacken. Also 50 dieser Dinger, gehe ich mal davon aus, habt ihr, wenn ihr die Box gekauft habt, auch in eurer drin. Das ist echt eine Menge. Damit kann man auf jeden Fall einiges anfangen und seine Nachbarschaft entsprechend bekleben. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Stickerpaket, wie gesagt, so rund um die 50 Stück dürften das sein. Dann haben wir hier die Autogrammkarte mit den vier Unterschriften der Bandmitglieder im Querformat. Die fünf Bierdeckel quadratisch. Dann diese Eiswürfelform hier aus Silikon, alle Buchstaben der Band hier zu sehen. Natürlich den riesigen Eimer, diesen Getränkekühler, diesen Metalleimer und nicht zu vergessen das Album an sich mit jeder Menge Musik. Also es waren, wenn ich mich nicht irre, ja genau, 17 plus 5 sind 22, 22 Tracks plus DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box Deines Glückes Schmied von Gocefront. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gocefront unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.